Wir waren eigentlich zu dritt. Unser dritter Vortragender Christoph Teusch von der AfB ist leider ausgefallen mit Corona gestern Abend. Deswegen haben wir viel Zeit heute. Ihr dürft uns viele Fragen stellen. Gerne auch zwischendurch, wer eine Frage hat, gerne ein Handzeichen geben. Und wir stellen euch auch ein paar Fragen, damit es ein bisschen ausgewogen bleibt. Wir sprechen heute über modulare Designstrategien von Smartphones und reden da ein bisschen über Potenziale und Mythen. Was können modulare Geräte, was können sie nicht lösen? Wie ist da der Stand aktuell? Genau, das war eigentlich so unser Plan, aber die Diskussion fällt aus. Wir diskutieren dadurch mehr mit euch, hoffentlich, wenn ihr Fragen habt, da wir nur zu zweit heute sind. Ganz kurz, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Wir beide sind von der TU und vom Fraunhofer IZM. Das ist ein Forschungsprojekt, was wir seit 2009 bearbeiten zu modularen Design von Smartphones mit dem Ziel, die Lebensdauer von den Produkten, die Nutzungsdauer und damit im Endeffekt die Umweltwirkung zu reduzieren. Was sind so prinzipiell die Potenziale, die die Geräte dann haben, wenn sie modular sind? Das Potenzial ist, dass man die Nutzungsdauer verlängern kann, weil die Geräte reparierbar sind, weil sie besser angepasst werden können auf den Nutzer. Das ist so die Idee, auf die Nutzer und Nutzerinnen leichter zu reparieren, dass sie vielleicht nach ein, zwei Jahren Upgrade bekommen können, auf den neuen technischen Stand angepasst werden können. Aber es gibt halt auch Hemmnisse und Risiken dabei. Eins dabei ist, dass modulares Design teilweise andere Materialien erfordert. Im Vortrag davor, ich weiß nicht, welchen im Vortrag davor, wurde auch Fairphone angesprochen. Die hatten zum Beispiel in ihrem ersten modularen Gerät das Problem, dass sie ganz große Konnektoren hatten, die einfach sehr viel Gold enthielten, was aus Umweltsicht jetzt nicht so ganz vorteilhaft ist. Steigen wir aber jetzt erstmal mit so ein paar Fragen ein in die Runde. Besitzt ihr denn irgendjemand ein modulares Gerät oder hat schon welche in der Hand gehabt? Doch, zwei. Drei. Welche Geräte sind das denn? MNT Reform. Genau, Shiftphone ist auch in dem Projekt mit dabei. Die Shiftphone und Fairphone sind halt beide so, die auf Reparierbarkeit setzen bei den Geräten, was so ein Ansatz ist, um die Geräte ganz länger in der Nutzung zu halten. Wer hat denn hier schon mal sein Gerät reparieren lassen? Drei, nicht so viele. Und wer hat schon mal selber repariert? Ah, mehr. Das spricht hier sehr für die Veranstaltung. Wenn man auf klassischen Nicht-Nachhaltigkeitsveranstaltungen ist es das ganz genau andersrum, wenn überhaupt irgendwie ein Gerät mal repariert wurde. Wir haben am Anfang des Projektes uns mal angeguckt, wie wirkt sich das dann ganz konkret aus, wenn man so ein klassisches Smartphone hat und wenn man ein modulares Gerät hat. Das ist der Teil, den die AfB, das ist ein Unternehmen in Berlin, das sich das Altgeräte ankauft von Unternehmen, die aufarbeitet und dann wieder in die Nutzung bringt. Und das hätte eigentlich Christoph heute gemacht. Aber die haben sich angeschaut, wie sieht denn so die Reparierdauer aus? Und die Zerlegung von klassischen Smartphones dauert halt deutlich länger als von modularen Geräten. Und dabei ist gleichzeitig auch immer das Risiko, dass man mehr kaputt macht, als vorher der Fall war. Wir hatten das ganz kritisch, war das zum Beispiel bei diesen sogenannten Edge-Geräten, die diese abgerundeten Displays haben. Wenn man da versucht, die aufzumachen, um zum Beispiel eine Batterie zu wechseln, brechen die fast immer. Oder man bekommt die hinterher nicht wieder richtig zusammen, weil man diese Verklebung niemals wieder so herstellen kann wie vorher. Gleichzeitig ergibt sich aber auch ein deutlicher Lerneffekt bei den Geräten. Es wurde hier mal dargestellt, wenn man das Gerät das erste Mal aufmacht, dauert es noch ziemlich lange, beim 10. geht es dann schon deutlich schneller. Das spricht für eine Reparaturdienstleistung, aber den ganzen Do-it-yourself-Bereich kann man halt
nicht mit so einem Lerneffekt adressieren, weil wer wird schon hoffentlich nicht 5-mal sein Smartphone zu Hause reparieren müssen. Und ebenso ein Faktor, wir brauchen ganz unterschiedliche Werkzeuge, wenn wir ein klassisches Smartphone aufmachen. In Reparaturwerkstätten ist das meist noch vorhanden, aber auch da gibt es zum Teil Spezialwerkzeuge, die in freien Reparaturwerkstätten gar nicht vorhanden sind. Wir waren vor ein paar Jahren einmal in einer Reparaturwerkstatt von Samsung, also die in Garantiezeitraum Reparaturen durchgeführt hatten. Die hatten zum Beispiel Spezialvakuumgeräte, wie man Geräte auseinanderziehen kann. Sowas kann eine freie Werkstatt zum Beispiel gar nicht anbieten. Genau, und aus diesen Reparaturversuchen, die durchgeführt wurden, hat sich halt gezeigt, dass es ganz viele verschiedene Barrieren gibt, sei es diese unterschiedlichen Werkzeuge, Spezial-Schraubköpfe und dann benötigtes Werkzeug, was sich auch immer mal wieder gerne ändert. Eine Schwierigkeit sind zum Teil unterschiedlich lange Schrauben, dass wenn so eine Schraube vertauscht wird beim Wiederzusammenbau, man sein Gerät punktiert und hinterher ein vollständig zerstörtes Gerät hat, obwohl man eigentlich nur die Batterie austauschen wollte. Solche Probleme können sich dabei ergeben. Die Vorteile von Modularität sind dabei, dass man deutlich flexiblere Reihenfolge hat, wie man Geräte auseinandernehmen kann, dadurch deutlich schneller ist. Man hat nicht so einen Lerneffekt, aber man braucht nicht so einen Lerneffekt, um die Geräte auseinanderzunehmen. Es ist relativ intuitiv. Warum beschäftigen wir uns jetzt aus Umweltsicht überhaupt mit diesem Thema? Reparierbarkeit so aus Nutzerperspektive ist sehr eindeutig. Wenn ein Gerät kaputt ist, möchte man wenig Geld dafür aufwenden, wenig Zeit verlieren, um wieder ein Gerät da zu haben. Aber aus Umweltsicht ist es halt auch ein sehr kritischer Aspekt. Die Mobiltelefone und die ganze Branche zeichnen sich schon seit Beginn durch sehr, sehr kurze Modellzyklen aus. Geräte werden sehr kurz genutzt. Das war bei den klassischen Mobiltelefonen schon der Fall, aber auch bei den Smartphones ist das so. Gleichzeitig habe ich hier mal so eine Umweltbewertung dargestellt. Das ist das, womit ich mich ganz viel beruflich beschäftige. Wenn da Fragen sind, gerne melden. Also das ist der Carbon Footprint von den Geräten, also wie viel Kilogramm CO2-Äquivalente werden über die Nutzungsphase eines Produktes ausgestoßen. Das dunkelblaue ist das alles, was durch die Herstellungsphase verursacht wird. Die hellblaue die Nutzungsphase, grau der Transport und dann noch das Recycling End of Life, je nachdem, was man da annimmt. Was sich hier zeigt, die sehen ganz unterschiedlich aus. Das hängt teilweise an den Geräten, teilweise auch, wie das modelliert wurde. Also es sind lauter unterschiedliche Studien, die hier zusammengetragen wurden. Aber was man sieht, die Herstellungsphase hat immer den höchsten Anteil. Und deswegen, das kann man zum einen reduzieren, indem man die Geräte ganz anders baut. Aber das zeige ich gleich nochmal, was da so die Hauptumweltlast erzeugt. Oder indem man die Nutzungsdauer verlängert, also indem man den Herstellungsaufwand über einfach eine längere Nutzungsdauer streckt. Und deswegen Nutzungsdauerverlängerung ist der große Hebel. Aktuell werden die Geräte so 2,5 bis etwa 3 Jahre genutzt. Technische Lebensdauer sollte eigentlich deutlich länger sein und ist aktuell auch deutlich länger. Genau, hier dargestellt, was verursacht denn dem Telefon denn den großen Herstellungsaufwand? Ich hatte gerade gesagt, müsste sie ganz anders designen. Alles, was hier grün ist, ist so der eigentliche Computing-Part. Das ist der Prozessor, das sind die Speicher, das ist die Leiterplatte, RAM, also Speicher und Storage. Das macht den größten Teil der Umweltwirkung aus. Das lässt sich auch nicht durch so kleine Designänderungen verändern. Warum geht das von allein? Das heißt, ein Ansatz, der aber sehr, sehr schwer zu vermitteln wäre, deutlich weniger stark ausgestattete Geräte, weniger Speicher, weniger Arbitsspeicher. Da das meistens nicht denn ist, was sich verkaufen lässt und was man auch nutzen möchte, ist halt sozusagen der Umkehrschluss,
die Geräte sollten länger genutzt werden, um diesen enormen Aufwand für diese Computing-Teile wieder nutzbar zu machen. Und gleichzeitig zeigt sich aber auch, Batterie ist hier der rote Teil und Display haben einen ziemlich kleinen Einfluss in der Herstellungsphase. Sie sollten dadurch nicht die Lebensdauer begrenzenden Bauteile sein. Batterie ist ein klassisches Verschleißteil, also da haben wir klassische Alterung durch die Nutzung, wird sich nie verhindern lassen, dass die Batterie schwächer wird, sollte deswegen aus Umweltsicht möglichst wechselbar sein, um diesen Teil hier möglichst lange in der Nutzung zu halten. Display ist kein Verschleißteil, aber ein bruchanfälliges Teil, ebenso sollte deswegen aus Umweltsicht wieder reparierbar sein. Deswegen haben wir uns mal so die verschiedenen Geräte angeguckt, die aktuell schon existieren und eine Umweltbewertung so konkret gemacht. Wie sieht es denn aus, wenn wir ein konventionelles Gerät haben? Wir haben ein Gerät, nutzen das für 3 Jahre und dann verursacht es in unserem Beispiel, was wir analysiert haben, so absolut gesehen 45 Kilo CO2, beziehungsweise pro Jahr, wenn wir dann sagen, wir nutzen das 3 Jahre pro Jahr, sind das dann noch 15 Kilo. Und dann sagen wir, bauen das Gerät anders, wir möchten, dass es nachhaltiger ist, dass es länger genutzt werden kann und ein Faktor, den wir kennen, ist die Batterie, die verschleißt, also soll die austauschbar sein. Früher war das absoluter Standard, dass Geräte wechselbare Batterien hatten. So 2014 etwa war der große Wandel am Markt, dass es kaum noch mittlerweile Geräte mit Wechselakkus gibt, was früher Standard war. Und mittlerweile sind Geräte mit Wechselakku absolute Nischenprodukte, beziehungsweise werden teilweise schon wieder als Erneuerung sozusagen gekauft. Also es war vor einem halben Jahr, glaube ich, beim Heise ein Artikel, dass Samsung an einem neuen reparierbaren Gerät arbeitet, was einen wechselbaren Akku hat. Also was eigentlich bisher Standard war. Aber nehmen wir mal an, das ist jetzt unsere Strategie, damit wir das Gerät länger nutzen. Wenn wir weitere Modularität uns noch anschauen, dann können das auch Aspekte sein, wie es Fairphone geschafft hat, dass sie nach einem Jahr, glaube ich, ein neues Kameramodul rausgebracht haben. Auch wenn wir hier nochmal zurückgehen, auch die Kamera ist hier gar nicht einzeln aufgeführt, aber die Kamera wäre dann wahrscheinlich hier bei den 9% mit dabei. Ist das Teil, was so noch funktionell einem großen Wandel unterliegt, gleichzeitig immer noch einen recht kleinen Anteil an dem Herstellungsaufwand hat. Wenn man das ersetzen kann, wie es das bei Fairphone geschafft hat, kann man sozusagen das Gerät in der Nutzung halten. Wenn wir uns dann wieder die Umweltwirkung angucken, naja, wir haben ein Gerät, das ist modular. Dadurch hat es ein bisschen höheren Herstellungsaufwand, weil wir mehr Konnektoren im Gerät brauchen. Die Konnektoren sind meist mit Gold beschichtet, brauchen ein bisschen mehr Gold. Gegebenenfalls ein bisschen andere Materialien, dann brauchen wir halt noch ein Ersatzteil, wenn wir es dann nutzen. Absolut gesehen ist der Wert ein bisschen höher, aber weil wir es jetzt nicht mehr 3 Jahre nutzen, sondern 5 Jahre, haben wir insgesamt sozusagen die Umweltlast immer noch reduziert. Also, eigentlich reparierbare Geräte sind gut, Ziel erreicht. Ganz so einfach ist es denn doch nicht. Wer hat denn sein Gerät mal ersetzt, obwohl es gar nicht kaputt war? Ist gar nicht so viel. Die Umfragen, die wir sonst gemacht haben, sind da deutlich mehr. Aber das ist genau ein Faktor dabei. Nutzungsdauer ist eine statistische Größe. Wir haben sehr viele verschiedene Ersatzgründe, die da zusammengreifen. Und auch ganz viele verschiedene Nutzungsdauer. Wenn wir sagen, Smartphones werden 2,5 bis 3 Jahre genutzt, heißt das nicht, jedes Gerät wird 2,5 bis 3 Jahre genutzt, sondern wir haben einen Großteil der Geräte, die so ungefähr um diesen Zeitraum genutzt wird. Aber wir haben auch sehr viele Geräte, die deutlich länger genutzt werden. Und wir haben auch gar nicht so wenige Geräte, die noch deutlich kürzer genutzt werden. Und alle diese Geräte gehen aus unterschiedlichen Gründen aus der Nutzung. Also wir haben Geräte,
wo das Display kaputt geht. Wir haben Geräte, wo die Batterie ausfällt, ja, aber wir haben auch Geräte, wo die Software veraltet ist, wir haben Geräte, mit denen gar nichts ist, wo es aber einen neuen Vertrag gibt, wo es ein neues Gerät dazu gibt. Wenn wir sagen, wir bauen modulare Geräte, haben wir diesen Overhead auf alle diese Geräte. Das heißt, diese tolle Verlängerung von 3 auf 5 Jahren ist nur für einen ganz kleinen Teil der Geräte, die für die diese spezifische Ersatzgrund auch passt. Deswegen haben wir uns in dem Projekt haben wir gemerkt, wir arbeiten ganz oft, wir haben ein Produkt, wir identifizieren eine Schwachstelle, dann schauen wir uns an, wie wir die verbessern und dann machen wir nochmal eine Bewertung und gehen immer von dieser intendierten Nutzung aus, wie wir denken, dass die Leute die Geräte nutzen. Ganz oft vergessen wir aber dabei, dass die reale Nutzung ganz anders aussieht, dass sie sehr variabel ist und dass es ja, ganz viele Rahmenbedingungen braucht, damit etwas wie Reparierbarkeit auch zum Tragen kommt, damit die Ersatzteile verfügbar sind, etc. Und da wird Erik weitermachen. Danke für die Überleitung. Habe ich hier den Knipser? Genau, und ja, es ist immer ein bisschen schade, dass ich jetzt hier in der Veranstaltung wieder ein bisschen zynisch über den, über die Verbrauchenden herziehen muss. Aber gerade bei der Frage, warum werden denn Dinge kürzer genutzt, obwohl sie länger halten, muss man einfach zu der Feststellung kommen, dass vieles dann doch nicht an der Technik liegt, sondern es leider eben an uns selbst, die eben jeden Grund gerne nutzen, um sich was Neues zu kaufen. Wir vielleicht hier nicht, aber dann doch der ganze Mainstream, den man befragen kann. Ja, Marina hat mich kurz vorgestellt, ich bin der Kollege von der... Ja? Tolle Vorlage, darum geht es jetzt gleich. Genau, also gehe ich gleich drauf ein. Okay, gut, nehmen wir erstmal ein paar Fragen, oder? Ja. Bei der Nutzung, da geht es immer darum, einfach eine Nutzungsdauer von bis zu bewerten, nicht wie das Gerät tatsächlich genutzt wurde, ob es im Schrank liegt oder ob ich es einmal pro Tag verwende oder 15 Mal pro Tag. Oder, also das ist jetzt vielleicht beim Mobiltelefon nicht ganz relevant, aber bei anderen Geräten ganz sicher, ob ich die dann wirklich verwende oder ob ich die eigentlich gar nicht verwende oder wenig. Genau, die Frage war, ob es bei der Nutzungsdauer, was damit eigentlich gemeint ist, während ein Gerät gekauft ist und dann ganz intensiv genutzt wird oder irgendwo nur noch in der Schublade liegt oder nur noch ab und zu mal genutzt wird. Für die Ökobilanzen schauen wir uns wirklich an, während das Gerät in der aktiven Nutzung ist. Bei einem Smartphone ist es ja immer eine sehr kontinuierliche Nutzung. Bei einem Desktop oder Notebook kann es schon ganz anders aussehen, dass man da nutzt. Es gibt die Nutzer, die nutzen das täglich mehrere Stunden. Es gibt die Nutzer, die nutzen es einmal im Jahr für ihre Steuererklärung. Das ist deutlich variabel. Also ich spreche mir von kontinuierlich und diskontinuierlich genutzten Produkten. Aber tatsächlich ist, wenn wir uns wieder Nutzungsdauer angucken, dieser Teil, wenn das in der Schublade liegt, ein ganz kritischer Aspekt. Gerade bei Geräten, die einen schnellen technologischen Wandel haben und die prinzipiell ein Potenzial für eine Wiedernutzung, Wiederverkauf haben, muss man eigentlich versuchen, die Geräte ganz, ganz schnell wieder in den Markt zu bringen, damit die ihre Nutzungsdauer ausschöpfen können. Und da greife ich jetzt hoffentlich nichts vor, aber wir haben auch an der Ökodesign-Richtlinie für Smartphones mitgearbeitet und da war ein Aspekt, wo wir gezeigt haben, sichere Datenlöschung ist ein Aspekt, also das einfach zu machen für die Nutzer, das hilft, dass die Geräte schneller in Wiederverkauf gehen. Weil sie oft ist es, naja, ich muss nur noch die Daten löschen, dann verkaufe ich es weiter oder dann kriegt es die Oma oder sonst wer. Aber wenn das nicht einfach ist, wird das nicht gemacht. Und das sind so auch hardwareunabhängige Aspekte, die da ganz wichtig für die Nutzungsdauer sind. Genau. Gut, gehen wir mal zum nächsten Schritt. Also wir waren TU-seitig zuständig dafür, sich eben die Verbrauchenden, also die Nutzenden anzuschauen, was machen die mit den Geräten,
wann werden die abgelegt, wie verändern sich die Ansichten und im Prinzip, ja, statistische Fragen will gar nicht jetzt hier alles auspacken, weil das Projekt ging jetzt ein paar Jahre und wir haben auch ein paar andere Umfragen gestartet, aber ich dachte mir, ich gehe mal auf zwei Fragen besonders ein, nämlich die ganz banale, warum kaufen Menschen eigentlich Smartphones? Wir alle haben Smartphones, das heißt, wir haben alle einen Grund, es zu nutzen und es auch zu ersetzen ab einem gewissen Punkt. Und dann, wie verändern sich die Erwartungen an die Lebensdauer über einen gewissen Zeitraum? Dann haben wir eine Vergleichsstudie, die da Zahlen liefern kann. Und vielleicht kurz noch zur Abbildung. Das ist kein Teppich, aber eigentlich sieht es ganz cool aus. Das sind alle Smartphones, vielleicht nicht alle, aber wahrscheinlich ein Großteil von den Geräten, die seit den 90er Jahren auf den Markt gebracht wurden. Also sind auch so ein paar Mobiltelefone dabei. Ist nicht ganz einfach festzulegen, ab wann waren Telefone eigentlich smart. Ja, den Begriff gab es schon mal eher, bevor man hier ein Touchscreen hatte und so weiter. Aber wir haben das mal zusammengestellt, um einfach mal zu zeigen, was ist denn passiert? Was ist in den Markt gekommen in den letzten Jahren? Könnt ihr mal abschätzen, wie viel sind das so? Kann jemand reinrufen, der gut schätzen kann? 2000 haben wir eine Zahl? 4000. Gibt jemand mehr? 15.000. Ja, genau. Es sind 9500 Geräte. Und wenn man sich anschaut, halt, das wurde ja irgendwann immer mehr, also bis 2016. Die Hersteller arbeiten wirklich eifrig daran, jedes Jahr eben die neuen Geräte auf den Markt zu bringen mit, wir wissen es halt, fragwürdigen Innovationen. Also ich warte eigentlich genau darauf, dass jetzt jemand kommt und sagt, jetzt die krasse Innovation endlich wieder, also Geräte, wo man Akku tauschen kann. das vielleicht auch auf der IFA, auf der Mainstage dann zu verkünden. So, aber es ist eben jede Menge und man fragt sich natürlich, okay, wo ist das gesteuert? Sind es die Verbraucher, die sagen, ich brauche jetzt unbedingt noch dieses Feature, oder ist es dann doch irgendwie ein Automatismus in der Industrie, der halt sagt, komm, wir müssen hier jedes Jahr was Neues auf den Markt bringen. Nicht jeder Fairphone macht das nicht. Die haben ja gesagt, es reicht alle 3 Jahre mal ein neues Gerät rauszubringen. Bei den anderen kennen wir das. Das sind Mega-Events, die da stattfinden, um ja einfach die Sachen in den Markt zu bekommen. Kurze Erhebung. Wir haben im Kern viele Zahlen, die ich hier zeige, war eine repräsentative Erhebung mit 1000 Befragten in Deutschland. Online-Fragebogen. Das heißt, es ist auch relativ repräsentativ, was wir haben. Ich habe dann aber noch andere Daten, die wir da kombinieren, um mal halt eben zu schauen, was sind denn so die größten Gründe. Und wir können ja hier mal ein bisschen reinschauen. Also klar, für viele kann man an Defekten suchen. Die Defekte, genau. Also hier hat ein Defekt oder eingeschränkt funktioniert. Da sieht man schon, okay, das erklärt eben nicht alles, warum Leute ihre Geräte ersetzen, sondern es ist vor allen Dingen irgendwie der Wunsch nach der besseren Leistung eines neuen Geräts. Oder ja, ich wollte einfach ein neues Smartphone. Das gibt es ja eben auch. Ja, das ist so eine, auch ein Status, der zum Teil mit einem Gerät verbunden ist und eben andere Gründe. Und gerade diesen Aspekt zu sagen, ich will eine bessere Leistung von einem Gerät, das finde ich ganz spannend, weil es gibt tatsächlich Studien von Kollegen, die halt mal gemessen haben. Ich bringe kurz noch den Satz zu Ende und dann bin ich gern bereit, Fragen zu beantworten. Die gemessen haben, ja, verschlechtert sich eigentlich die Performance von dem Gerät über die Jahre. Und Bauchgefühl würde jemand sagen, ja klar, irgendwie wird es langsamer und Co. Aber wenn man das technisch mal misst, gerade in Bezug auf iPhone, musste man dann feststellen, naja, nee, irgendwie lässt sich der Performance-Unterschied gar nicht messen über einen Zeitraum von Jahren. Und wir haben auch eine Befragung gehabt, wo wir eben die Leute befragt haben, merkt man eine spürbare Verbesserung über einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren? Und da sagt auch die Mehrheit, nee, eigentlich nicht. So, das heißt, dieser Wunsch, sagen, ich kriege eine bessere Leistung, müsste man auch wirklich mal auseinanderdröseln, was dahinter steckt, ob es nur eine bloße, subtile Erwartung ist, dass etwas besser ist, weil es neuer ist und woher das eigentlich kommt und ob es objektivierbar ist. Hat jemand Fragen dazu? Genau. Ja, ich würde gerne wissen, ob wir irgendwie unterschieden haben. Die Frage eben auch schon bei defekt oder eingeschränkt, ist das richtig, weil
gerade, wenn halt Apple zum Beispiel sagt, gibt keine Updates mehr, ist das ein eingeschränkt funktionstüchtig oder das bei der Umfrage irgendwie dem Befragten sozusagen transparent gemacht? Das nicht, weil es ist eben eine Online-Umfrage und man hat natürlich immer nur eine geringe Aufmerksamkeit, deswegen sagt man defekt und eingeschränkt. Ich komme aber gleich noch zum Eurobarometer. Das ist eine größere Befragung, wo wir das aufgedröselt haben. Was meint defekt halt in Soft- und Hardware-Aspekte? Und das ist ganz spannend, weil die Zahlen, nach denen haben wir ewig gesucht und sind eine Annäherung, die einen schon mal eine Richtung zeigen, was eigentlich die Gründe sind bei Defekten. Ja. Ja, also wir haben auf der Basis, das ist wie gesagt nur ein Ausschnitt, auch so eine Faktorenanalyse gemacht, um eben sowohl, wir haben Persönlichkeitsmerkmale von Menschen abgefragt, als auch eben ja, detailliert, was passiert beim Gerät und probieren das zu matchen, um zu schauen, okay, gibt es da irgendwie bestimmte Treiber, die eben dahinter stecken. So, es gibt eben Menschen, klar, die beispielsweise eben sehr empfänglich sind für, ich will immer was Neues. Es gibt Leute, die eher stärker, sag ich mal, Frugalisten sind und sagen, nein, es reicht mir das, was ich habe. Ich will eigentlich nicht so viel Zeug in meinem Leben. Das hat natürlich einen Einfluss auch darauf, wie die hier antworten. Es sind jetzt hier natürlich Durchschnitte, die jede Menge Streuung verstecken. Aber uns zumindest, wenn wir gezwungen sind, an die Politik Empfehlungen auszusprechen, daran müssen wir uns orientieren, weil wir sagen, das ist nun mal der Durchschnitt und in die Richtung kann man Maßnahmen entwickeln. Aber wer dazu Fragen hat, so was man, wie wir was kontrollieren und es gibt auch ein Statistikdossier dazu, der kann dann gerne noch zu mir nach vorne kommen. Genau. Gut. Ja. Wir haben das mal abgeglichen mit dem Eurobarometer. Das ist eine deutlich größere Erhebung, die auch repräsentativ durchgeführt wird und eine ganze Reihe von anderen Fragen miterhebt. Und ein Teil davon war auch mal in Bezug darauf, eben auf New Devices. Also hier muss man aufpassen, steckt natürlich nicht nur das Mobile Phone drin, sondern auch Tablet, Laptop. Aber unterm Strich geht es uns bei den ganzen Umfragen ja nicht darum festzustellen, sind es 51,2% oder 53, sondern wir wollen einfach eine gewisse Signifikanz. Was sind die überwiegenden Faktoren, die zum Ersatzkauf führen? Ja, weil nur das hilft. Und über den Rest kann man sich natürlich streiten, wie man eine Frage stellt oder nicht. Aber indem wir halt verschiedene Erhebungen uns anschauen und immer zu dem Schluss kommen, okay, Defekte spielen eben nicht die einzige Rolle, sondern sind auch andere Faktoren, die reinspielen. Sehen wir natürlich, also können wir dann auch Empfehlungen entwickeln und man sieht nach wie vor, also wir haben das hier mal zusammengezogen, was man so direkt adressieren kann und nicht, also diese Defekte, das bezieht sich jetzt auf Software und Hardware, auch eine eingeschränkte Funktion, nehmen wir mal als Defekt, wenn man Leute fragt, ja, was haltet, wie funktioniert die Software, tun sich viele schwer halt zu differenzieren, was ist eigentlich Hardware und was ist Software, klar, hängt auch davon ab, von der Kompetenz der Nutzer, so eine Frage zu beantworten. Aber man sieht, also die spielen nach wie vor eine große Rolle. Ja, also wir haben hier trotzdem Defekte, die finden statt und die dazu führen können, dass Geräte vorzeitig abgelegt werden. Es gibt aber Sachen, die kann man dann eben nicht so richtig zurechnen oder nur so indirekt. Ja, und das ist immer diese Aussage nach einer Form von Performance oder Funktionalität, hat gefehlt, so, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt wirklich ein Defekt, so, wo man sagt, klarer Gewährleistungsfall, der Hersteller muss dafür haften, sondern es ist eher wieder dieses Subtile, kann man es wirklich messen, Funktionalität von Geräten, von besseren Geräten, gegen welche die älter sind. Und das haben wir ja der Praxis halber einfach mal aufgeteilt, weil wir gesagt haben, okay, wir gehen mal davon aus, dass dieser Performance-Wunsch irgendwie was mit Software zu tun hat, aber auch mit der Hardware, kann man in der Praxis eh nicht entzerren. Und dann sieht man halt, okay, selbst dann, wenn man alles mal zusammenzählt, was so technisch an Gründen vorliegen kann, kommen wir trotzdem nicht zu einer finalen Antwort, warum Leute das ersetzen, sondern es gibt eben andere Gründe, die dafür sorgen, dass Leute eben
sich ein neues Gerät kaufen, ohne dass ein Defekt vorliegt. Und das ist im Prinzip, ja, das hast du ja nochmal schön zusammengezogen, ein Problem, mit dem wir auch mit der Industrie konfrontiert werden, dass man eben sagt, okay, ja, die Nutzer, also das Gerät muss gar nicht kaputt gehen, das Gerät muss gar nicht reparierbar sein oder modular, die Leute ersetzen sowieso. Ja, die Verbraucher, die wollen ja gar nicht längere Lebensdauer, die wollen gar nicht, dass die Nutzungsdauer so lang ist, weil es gibt eben andere Gründe, die sie dazu treiben, halt das Gerät vorzeitig zu ersetzen. Und deswegen ist die Debatte auch Right to Repair. Ich bin da auch sehr aktivistisch, was das Thema angeht. Ich sehe aber auch gleichzeitig, dass die größten Optimierungspotenziale nicht unbedingt in der Technik liegen, sondern es eher beim Verbraucher oder bei den Verbrauchenden, die vielleicht, also die immer noch nicht so stark im Fokus stehen in den ganzen Politikmaßnahmen, die gefahren werden. Da steht nirgendwo, wir müssen Verbrauchern erklären, sie sollen ihre Geräte länger nutzen oder es zielt meist immer noch auf die Geräteebene, zu sagen, wir müssen die Geräte besser machen, dann werden sie es ja auch länger nutzen. Schwierig sehen wir so nicht. Deswegen haben wir uns mal auch die Frage gestellt, ja, was erwarten denn die Nutzer eigentlich für eine Nutzungsdauer? Was ist die Sollhaltbarkeit? Der Unterschied ist, Sollhaltbarkeit, ja, man ist halt okay, so ein Gerät soll einfach eine gewisse Haltbarkeit haben, die kann durchaus über dem liegen, was man an Nutzungsdauer erwartet. Er sagt so, ich weiß, wenn das Gerät 5 Jahre hält, ich werde es 3 Jahre nutzen. Ist okay, ist wie wenn jemand ein Auto kauft, der weiß auch, gut, ich verkaufe es dann nach 5 Jahren. Also den Effekt gibt es auch hier. Und haben ihm die Frage gestellt. Und man sieht hier 2 Sachen. Das eine ist halt, also wir haben hier gefragt nach der aktuellen Nutzungsdauer, die erwartete Restnutzungsdauer von dem aktuellen Gerät. Dann kommen wir hier auf eine erwartete Gesamtnutzungsdauer und die abgeglichen eben mit der Sollhaltbarkeit, ja, also wie lange soll das Gerät halten, sehen wir, ja gut, es landet schon so ziemlich nah beieinander. Also die Leute wollen es nutzen und so lange soll es auch nur halten. Und das Erschreckende ist für mich jetzt eher diese Zahl, ja, im Schnitt 4,3 Jahre. Klar, es gibt Leute, die sagen, es soll 10 Jahre halten, andere sagen, es hält 1 Jahr, das heißt wieder nur ein Mittelwert. Die ist also nach meinem Geschmack ziemlich gering. Ich sage so, wow, 4 Jahre, so. Wir reden mittlerweile auf die Politik Richtung 5 Jahre, dass wir sagen, oder? Ach, 5 Minuten, ja. Nee, aber ich dachte auch in der Ökodesign-Richtlinie, sonst. Okay, sorry. Klar, also es ist relativ gering und dann. Ja, das ist jetzt nicht aus der Erhebung, sondern es ist ein Durchschnittswert der tatsächlichen Nutzungsdauer. Marina, du hast auch 3 Jahre gezeigt. Sehen wir trotzdem, oh krass, es gibt ein Gap halt. Es gibt immer noch ein Gap halt. Die Leute wollen es 4 Jahre nutzen, aber im Durchschnitt wird es tatsächlich nur 3 Jahre genutzt. Der Effekt ist dadurch erklärbar, dass natürlich die Geräte nach wie vor technischen Defekt haben können, dadurch früher kaputt gehen. Das drückt die tatsächliche Nutzungsdauer. Also das können wir noch optimieren. Es kann aber auch daran liegen, dass Nutzer, ja, die sagen das eine, machen aber das andere. Also diesen Gap von Einstellung und Verhalten, die gibt es sehr oft halt, wenn nach der Umwelt gefragt wird, dass es hier eine Abweichung gibt. Ja. Vielleicht noch ein, okay, gut. So. Wir haben das mal abgeglichen hier mit den Erwartungen. Da gibt es wenigstens ein positives Signal auch mal. Wir haben 2017 die Frage schon mal gestellt, wie lange erwartet ihr denn, dieses Gerät zu nutzen? Da lag die Zeit noch bei etwa, was waren das hier? 2,8 Jahre halt, also erschreckend gering. Und mittlerweile liegt die auch höher bei 4. Was ein klares Signal auch an Hersteller und Industrie schickt, Nutzer wollen ihre Geräte länger nutzen. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen, kann man das nicht fördern? Also diesen Trend, dass die Leute einfach größere Erwartungen halt an ihre Geräte haben und die Nutzungsdauer. Frustrierend ist allerdings hier wieder, dass die Frage nach der Sollhaltbarkeit relativ konstant bleibt. Also Leute haben damals schon gesagt, naja, es sollte halt eigentlich 4 Jahre halten, jetzt sind es 4,4 Jahre und da merken wir, vielleicht ist man wirklich an der Grenze, dass die Nutzer einfach nicht länger wollen. Es gibt aber Studien aus Japan, die zeigen, wenn man den Leuten einfach sagt, dass die Dinge länger halten, dass sie sie dann auch länger nutzen. Es ist banal, aber manchmal reicht schon einfach die Botschaft, ja, ein Sticker aufs, vielleicht
Point of Sale, dieses Gerät hält mindestens 5 Jahre, könnte durchaus einen Effekt haben, dass die Leute es einfach dann länger nutzen. Weil klar, wir sind nicht alle Profis, aber wenn man irgendeine Indikation hat, dass es länger geht, dann werden die Erwartungen vielleicht auch höher. Und man hat nicht diesen, erliegt nicht diesem Narrativ der Kurzlebigkeit, der eben ansteckend ist. Und ja, im Prinzip haben wir uns vielleicht da auch keinen Gefallen getan mit der ganzen Frage vorzeitige Obsoleszenz, was die Industrie angeht. Genau, deswegen durchaus positiv, dennoch immer noch ein bisschen ernüchternd, dass man sieht, Nutzerdurchschnittserwartung 4 Jahre, es könnte höher sein, also da gibt es noch was zu tun. Wir sehen aber auch eben, wenn man sich mal ein bisschen umschaut, so was im Markt passiert, durchaus auch positive Signale, vielleicht der eine oder andere kennt es noch hier, Vodafone, Nextphone, das war 2014, die Kampagne jedes Jahr ein neues Smartphone, da war nicht nur Vodafone, gab es auch andere Anbieter, die das so propagiert haben. Und heute klingt das alles schon ganz anders. Ja? Heute heißt es dann repariert, ist das Neue. Und es gibt auch auf der Seite gibt's auch Tipps halt zur Langlebigkeit. Also man propagiert das jetzt auch mehr. Und ich denke mir, das eröffnet halt auch Möglichkeiten, dass wir da quasi die Lebensdauern in Zukunft noch weiter verlängern können. Gut. Gibt es Fragen noch zu der Erhebung? Sonst, genau, da gleich. Genau, da vorne der Herr. Ja, und zwar, wie habt ihr das mit erhoben, ob diejenigen, die sich ein neues Gerät gekauft haben, ob ein Altgerät sozusagen oder ein gebrauchtes Gerät zurückgekauft haben? Weil das würde ja auch die Erwartung sein. Ja. Nee, das ist bereinigt. Also wir wissen schon, dass Leute, die ein gebrauchtes Gerät natürlich nehmen, eine andere Nutzungsdauer haben. Das bezieht sich hier vor allen Dingen auf Neugeräte. So, und es ist, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es sind auch nicht so viele leider, die gebraucht kaufen. Sonst der überwiegende Teil kauft eben neu. Also wir haben das auch in Studien gesehen, dass der Gebrauchtmarkt steigt, aber immer noch deutlich unter 20% ist insgesamt. Und was wir auch gesehen haben in Befragungen, die wir nicht selbst durchgeführt haben, aber die wir gesehen haben, die Nutzungsdauer von gebrauchten Geräten und neu gekauften Geräten ist statistisch fast identisch. Also was dafür spricht, dass die technische Lebensdauer deutlich länger ist, weil wenn ich ein gebrauchtes Gerät kaufe und es dann nutze wie der Durchschnitt, aber die Geräte, die überhaupt in den Gebrauchtmarkt gehen, die sind deutlich jünger. Die sind meist 1 Jahr oder maximal 18 Monate. Das heißt, dieser ganze Gebrauchmarkt profitiert davon, dass es die Nutzer gibt, die nur sehr, sehr kurz nutzen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir heute hier haben, aber es ist bestimmt. Okay, ja, dann hätte ich eine Frage. Wer findet, dass das Smartphone ein sehr persönlicher Gegenstand ist? Ah, okay, gut. Wer von euch hat Gegenstände zu Hause, denen er Namen gibt? Okay, es sind auch ein paar. Also. Gibt jemand seinem Smartphone einen Namen? Okay. Ja? Okay, das ist noch so ein Paradox. Also wer hier Ahnung oder psychologisch unterwegs ist, wir hatten eine These, das ist Product Attachment. Also wer an seinen Gegenständen hängt, wird sie auch länger nutzen, dass das einen Effekt hat. Und der, obwohl das Smartphone so ein krass persönlicher Gegenstand ist, also man hat ja alles drauf, man macht Fotos, man hat seine Notizen, also man organisiert sein Leben damit, ist der Personal Assistant, ja. Hängen trotzdem viele Menschen nicht so an dem Gerät. Und das finde ich nach wie vor merkwürdig, weil eigentlich ist es so ein zentraler Gegenstand, der einfach so ja, nützlich. Es gibt ja die Phonophobie, Leute, die kein Handy dabei haben, fühlen sich nackt und haben Probleme, den Alltag zu gestalten. Und ich fände es mal interessant, wenn so ein Sozialexperiment, wenn alle Menschen ihrem Handy einfach einen Namen geben würden, ob sie es dann einfach auch länger nutzen? Ja. Noch eine Frage, ja? Eine Frage zum Produktdesign. Also Sie wollten für das
Shift 6MQ wollten sie ein neues Kameramodul entwickeln. Das Problem ist dabei die Firmware. Also man, selbst wenn die Konnektoren nicht passen und die Stromversorgung passt etc., muss die ganze Software upgedatet werden. Das heißt, das ist ein Problem und gerade für die kleinen Hersteller, dass sie oft nicht die entsprechenden, zum einen die Ressourcen nicht haben und das war beim Fairphone damals ein großes Problem, auch von den Prozessorherstellern nicht die entsprechenden Informationen bekommen und das ist das dann kritisch beim Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten, wenn man upgradet. Also wir hoffen das. Fairphone hat es ja gemacht, Kameras abzugraden. Es gibt aber halt auch viele Studien, die sagen, sozusagen die Grundeinstellung hat einen viel, viel größeren, also die Grundeinstellung der Nutzer und Nutzerin hat einen viel, viel größeren Einfluss auf die Nutzungsdauer als das technische Design. Und es gab ja auch mal ein sehr weit fortgeschrittenes, hatte ich auf der Startfolie, ein sehr weit fortgeschrittenes Gerät von Google, das Projekt ARA, wo quasi alles austauschbar war, man konnte sich ganz individuell sein Produkt zusammenstellen. Und das war ein Gerät, was überhaupt nicht aus Nachhaltigkeit ausgelegt war, sondern auf reinen Konsum. Alle Module tauschen, alles, was du willst, zu jeder Situation, immer wieder neu kaufen. Und das ist halt auch Modularität, kann auch dazu führen, dass es sich noch beschleunigt, weil die Schwelle zum Neukauf noch kleiner ist. Man muss ja nur die Summe für das Modul ausgeben und nicht die große Summe für das Smartphone. Okay, ich sehe gerade. Wir sind am Ende der Zeit. Arbeitet alle an eurer Einstellung, gebt den Smartphones Namen und wer noch Fragen hat, wir sind ja noch eine Weile da. Dann, Dankeschön. Applaus